Heute schauen wir uns den Bitcoin an. Im Bitcoin habe ich eine sehr interessante Statistik entdeckt, die zeigt, ob wir hier in diese Korrektur jetzt langsam schon einsteigen sollen oder ob wir besser noch warten. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist David. Hier auf diesem Kanal geht es um erfolgreiches Trading für Berufstätige. Ich habe mir das Commitment gesetzt, jeden meiner Trades live zu zeigen. Oben links seht ihr meine Monatsergebnisse und auch meine Performance-Kurve zu meinem Trading-Portfolio. So, wenn wir uns jetzt hier direkt den Bitcoin-Chart ansehen, dann sehen wir jetzt auch hier direkt, dass wir jetzt hier im Jahr 2021 zwei größere Rückschläge bisher hatten, zuletzt, und wir jetzt aktuell wieder in einem Rückschlag sind. Aktuell so circa 45% korrigiert ist dieser Markt jetzt schon, also das ist jetzt schon ganz ordentlich. Wir müssen natürlich bedenken, dass das in diesem Bitcoin ganz normal ist. Also wenn wir jetzt hier direkt mal drauf gehen, sind wir hier bei 44,29% aktuell vom Allzeithoch weg. Und ich habe jetzt eben geschaut in der Vergangenheit, wie ist denn das, wenn der Markt jetzt hier ein Allzeithoch gemacht hat und dann längere Zeit korrigiert hat, denn der Bitcoin-Preis hat jetzt aktuell circa 3 Monate hier schon korrigiert. Also das Hoch war hier am 8. November. Also fast 3 Monate, also nächste Woche noch, dann wären es 3 Monate. Wenn wir hier mal die Wochen hier anschauen, sind wir hier 12 Wochen, 11 Wochen hier im Tief gewesen. Und die aktuell ist hier die 12. Woche. So, und ich habe jetzt mal angeschaut, wie waren das so in den letzten größeren Korrekturen, wenn der Markt eben mal 3 Monate tatsächlich vom Hoch zum Tief gefallen ist. Und hat allgemein der Bitcoin schaut in einem bullischen Trend, also über den Allzeithochs, tatsächlich auch hier mal 3-monatige Korrekturen überhaupt gehabt. Und wenn wir jetzt eine 3-monatige Korrektur hatten, da wollen wir dann mal schauen, was hat der Kurs dann danach immer so gemacht. Und genau darum geht es speziell in diesem Video. Also wenn wir hier mal schauen, hier hatten wir das letzte Hoch. Dann kam hier die größere Korrektur oder Crash. Und wenn wir schauen, seit der Markt hier angefangen hat, Gas zu geben, also den nächsten großen Impuls zu machen, sehen wir, dass es einfach schnurstracks nach oben geht. Also der Markt nur wenige Wochen hier nach unten gegangen ist, dann hier im Steilen noch weniger, bis dann hier oben jetzt aktuell. Genau. Und wenn ich jetzt hier mal schaue, hier bei dem letzten größeren Crash im Bitcoin hatten wir hier vom Hoch bis zum maximalen Tief 12 Monate Zeit vergehen lassen. Und selbst da, wo man noch sehr gut günstig reingekommen wäre, waren sogar 27 Monate, bis der Markt dann hier angefangen hat, eben diesen neuen Impuls zu machen. Und wenn wir dann auch jetzt hier noch weiter in die Vergangenheit schauen und mal gucken, okay, wo hat denn der Markt damals 2015, 2016 dann angefangen, hier den Trend hier aufzunehmen? Können wir dann auch hier wieder schauen? Okay, hatten wir hier mal eine 3-monatige Korrektur in diesem ganzen Impulsmarkt nach oben? Können wir hier mal gucken, die schaut recht groß aus, aber selbst da hatten wir nur 7 Wochen. Da können wir sehen, da waren es nur 2 Wochen, da sind es nur 3 Wochen gewesen und jetzt nimmt das Ganze hier richtig an Fahrt auf. Wird richtig steil. Auch hier waren es nur, könnt ihr mal gucken. Von hier war das hoch. Bis hier rüber waren es 4 Wochen. Hier waren es nur 3 Wochen. Wie ihr seht, da nur 1 Woche und dann hatten wir das hoch. Also selbst auch hier in diesem Bullenrun gab es niemals eine 3-monatige Korrektur. Dann eben hier hatten wir wieder den größeren Bärenmarkt, der ging 13 Monate und dann hat das Ganze angefangen und hier davor, hier im Jahr 2013, hatten wir hier dann mal 1 Woche, ging es ja mal runter und dann hat es hier noch ein bisschen seitwärts geschoben und dann kam wieder Schuss nach oben. Aber selbst da hatten wir eben nicht 3 Monate einfach nach und nach fallende Kurse. Also wir sehen hier einfach, immer dann, wenn 3 Monate der Markt hier mal vom Hoch nach unten ging, dann ging das Ganze hier Minimum mal 12 Monate, bis wir ein Tief erreicht hatten. Hier eben 13 Monate. Im vorherigen Crash waren es 12 Monate, bis wir ein Tief erreicht hatten. Und wir hatten dann aber auch immer
mehrere Jahre hier unten uns noch aufgehalten, bis dann der neue Druck nach oben kam. Und ja, also das ist sehr wahrscheinlich, dass das auch wieder passieren kann. Das muss natürlich nicht wieder jetzt direkt hier so passieren, aber das hat er eben oft gemacht und er macht. Und der Markt macht gerne auch mal immer wieder dieselben Dinge oder zumindest recht ähnliche Dinge, ganz komplett gleich natürlich nie, aber ähnliche Dinge werden eben gerne herangezogen, wie man nämlich auch hier gesehen hat, 12 Monate Korrektur, davor habe ich 13 Monate Korrektur. Also diese Korrektur vom Hoch zum Tief geht gerne um ein Jahr rum ungefähr. So war es meine letzten zwei. Und ja, also das ist jetzt eben schon interessant. Und wir hatten auch immer 80% Korrektur nach unten gehabt. Wenn wir jetzt hier mal schauen, da hier war es der 8. November 2021, wenn man da 12 Monate nimmt, dann sehen wir November 2022, beziehungsweise eben so im Januar 2023, wo wir dann sagen könnten, okay, da könnten wir dann ungefähr das Tief ausgebildet haben, wenn das jetzt hier alles so genau wieder so funktioniert und oder halt so sein wird, wie es in den letzten zweimal war. Und wir hatten hier eben 83-87% Korrektur. Wenn wir da jetzt mal schauen, wo wären das aktuell, wenn wir jetzt mal einfach die 80% nehmen, dann wären wir hier nämlich bei, ja, 14.000, 12.000, 14.000, 15.000, Bitcoin-Punkten ungefähr. Und da sehen wir da mal noch einiges Platz nach unten und eben auch noch genug Zeit hier irgendwie einzusteigen, wenn das hier jetzt tatsächlich eben auch bis in den Januar gehen sollte. Also im Endeffekt können wir jetzt mal sagen, wir können hier sehr wahrscheinlich abwarten. Wir sehen auch in den ganzen Korrekturen, dass wenn hier so ein Schuss direkt nach unten kommt, das nicht einfach wieder steigt, sondern das Ganze sich hier langsam auspendelt. Er wird sicher auch mal, also zwischendurch, gerne bestimmt auch mal sowas hier nach oben machen können oder so. Vielleicht, ja, sowas, vielleicht auch demnächst bald, wer weiß das schon. Aber dann gehe ich davon aus, dass wir hier eher nochmal was nach unten machen. Und rein vom Zeithorizont haben wir ja das Jahr 2023 direkt hier unten. Und also dann wird es gar nicht so lang gehen, sozusagen. Wenn wir sagen, okay, wo ist dann das Tief ungefähr? Wenn wir sagen, okay, der Markt macht es so wie eben die letzten Male auch, dann müsste das tatsächlich hier einiges schneller dann sozusagen hier nach unten marschieren nochmal. Wenn wir das eben so machen, so ähnlich machen wollen, wie es zuvor war, bevor wir dann vielleicht dann von hier irgendwann dann wieder nach oben gehen, wie auch immer das dann sein wird, dann werden wir dann hier auch eben, wie wir hier sehen, 27 Monate, können wir das dann gerne auch bis ins Jahr 2024 dann haben. So, das soll es dann hier mit diesem Video gewesen sein. Ich freue mich selber, einen Daumen hoch zu diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal unten rechts, aktiviert die Glocke. So verpasst ihr kein weiteres Video. Ich werde hier alle meine Trades live zeigen, immer wieder Analysen zu Aktien, Indizes, Rohstoffen oder auch Kryptowährungen machen. Wenn euch das gefällt, bleibt gerne dran und dann sage ich bis zum nächsten Video.